Weihnachten. Schaut mal, was heute gekommen ist, und zwar die Kawaii-Box. Und erstens mal hatte ich mit der heute noch gar nicht gerechnet, weil ich gestern erst eine E-Mail bekommen habe mit der Sendungsnummer, dass sie verschickt wurde. Und ich bin da jetzt ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, aber ich freue mich natürlich. Und ich muss euch die unbedingt mal zeigen, denn wie ihr schon seht, die hat ein neues Design, die Box. Und ich finde es mega schön hier mit den lila Herzchen und hier Kawaii-Box. Und ja, hier sieht die so aus. Und hier steht dann auch nochmal Kawaii-Box. So. Und ich finde es total cool. Also ist echt super süß. Und ja, deswegen habe ich hier mal die Adresse abgemacht, damit ich euch das mal zeigen kann. Und dann würde ich sagen, machen wir sie mal auf. Ich habe sie schon mal aufgeschnitten. Und das ist ja auch süß. Guck mal, da steht jetzt auch noch was im Deckel. Ja, das finde ich total cool. Hier echt süß gemacht. So, und dann haben wir hier wieder die Karte. Und das ist ja, die Maibox. Und hier steht schon Have a Sunny Summer. Ja, das haben wir ja im Moment leider nicht. So, ich lege es erstmal zur Seite. Und ja, dann machen wir das mal wie immer. Ich hole einfach was raus. Und wir schauen es uns zusammen an. Okay, ist wieder so ein Täschchen. Total süß. In lila. Da ist so ein Mädchen drauf mit so einem Häschen. Das ist ja auch süß. Ist ja was ganz anderes. Ist wieder so Zeug drin. Ja, ist ja cool. Ja, mal was ganz anderes. Finde ich irgendwie total süß. Dann haben wir als nächstes... Oh, wieder Candy. Da ist ein Maiskolben drauf. Das sieht aus wie so Flips in der Art, nur als Ringe. Ja, da bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Dann haben wir... Oh, hier ist was Weiches. Oh nein, wie cool, der ist auch noch pink. Ja, das ist einfach nur so ein Fellbommel. Aber er ist pink. Also richtig cool und auch noch mit einem goldenen Anhänger. Das finde ich richtig, richtig cool. Der gefällt mir echt gut. Dann als nächstes haben wir... Oh, ein Squishy. Hä? Ja, das ist ein Hello Kitty Squishy, seht ihr ja. Und so einen habe ich schon. Der war schon mal in der Kawaii-Box, ehrlich gesagt. Der hängt nämlich hier an meinem Basteltisch. Nur, dass die Schleife bei meinem rosa ist. Und hier ist sie jetzt rot. Ja, aber sonst habe ich den schon. Aber ja, trotzdem cool. So, als nächstes. Was haben wir denn hier? Oh, Stempel. Oh, guckt mal, wie cool. Oh, wie süß. Ich habe jetzt grün erwischt. Ich gehe mal davon aus, dass es da auch verschiedene Farben gibt. Und hier mit so einem kleinen Fuchs und einem Bär. Und oh, ist das süß. Ja, das ist mal richtig, richtig cool. Das ist mal eine Top-Idee für die Kawaii-Box. Spoiler. dann haben wir hier nochmal so, noch mal was zu essen. Das sind wieder so Bonbons. Und wenn ich das richtig erkennen kann, sind die, ja, ich würde sagen, frei von Ei oder Eiweiß. Hier frei von Milch. Also Laktose, frei von Getreide, keine Ahnung, was das sein soll, irgendwelche, keine Ahnung, hier Erdnüsse und auch frei von Fisch. Ich habe keine Ahnung, finde ich auf jeden Fall cool. Also scheint sowas wie vegan oder sowas zu sein. Da bin ich auch mal gespannt. Interessant. So, jetzt nehmen wir mal das. Oh nein, eine Hello Kitty Schleife, was zur Hölle ist das? Ein Spitzer. Oh mein Gott, wie süß. Oh, das ist ja mal richtig cool. Das ist voll die Kitty-lastige Box. Ja, voll süß. Das ist echt cool, so als Deko. Dann haben wir, was ist das denn? Ein. Oh, das ist ja süß. Ja, sehr cool, das sind Socken. Die sind ja süß. Oh, da bin ich immer gespannt, was es für Sorten gab und was ihr so in eurer Box habt. Da sind bestimmt unterschiedliche drin.
Total süß. Und das ist cool, die Box ist cool. Gefällt mir richtig gut bis jetzt. Ist mal was ganz anderes. Vielleicht haben sie jetzt auch mal gemerkt, dass sie mal was tun müssen. Dann sind hier, das sind so Papierstreifen. Ich denke mal, das sind so zum Basteln. Ja, hier ist auch eine kleine Anleitung drauf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ach so. Wie ist das? Ja, das ist cool. Mit so einem Herzmuster. Ja, das ist cool. Ich habe schon mal so Sternchen gemacht. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal welche draus machen. Wie, was ist das denn? Es fühlt sich an wie so Gummiarmbänder. Ja, genau sowas ist das auch irgendwie. Das sind auf jeden Fall in Herzform, aber das sind doch keine Armbänder. Nee. Was ist das? Wahrscheinlich einfach zur Deko. Könnt ihr mir ja mal sagen, wenn ihr wisst, für was die genau gedacht sind. Ich meine, ich hätte die letzt irgendwo gesehen. Ich glaube bei AliExpress oder so. Ich habe gerade keine Ahnung. Aber süß auf jeden Fall. Dann haben wir noch einen Stift. Oh mein Gott, guckt mal, wie süß der ist. Oh, ein Bärchen in Türkis mit Schleife. Der sieht aus wie so ein Cabochon, also so ein Flatback. Und das ist ein Minenbleistift. Ein Minenbleistift. Voll cool. Oh, der ist so süß. Ja, Bleistifte kann man auch immer gebrauchen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier sind noch so kleine. Ja, sieht aus wie Mickey Mouse. Sind da drauf. Die Box ist richtig cool. Ich glaube, die haben sich echt mal Gedanken gemacht. Und dann haben wir noch die Sticker. Die haben wir ja eben schon gesehen. So leicht. Oh, und die sind ja auch mal wirklich der Hammer. Mit diesen riesigen Cupcakes und Donuts. Das ist ja cool. Richtig, richtig schön. Oh, da freue ich mich. Voll cool. Ist echt mal was, was man wirklich gebrauchen kann. Total süß. Ja, sehr cool. So, ich glaube, das war's. Ich lohne es mal rein. Ja, das war's. Hier sind wieder die üblichen Werbungszettel drin. Ja, total cool. Also die Box hat mir jetzt echt gut gefallen. Ach, hier oben, das habe ich euch, glaube ich, gar nicht gezeigt. Hier steht auch noch, Moment, Cuteness Overload. Total cool. Ja, ist echt super süß. So, dann nehme ich mal meine Karte. Diesmal sind wieder 12 Sachen drin gewesen. Und das erste hier sind diese, ja, wie auch immer die heißen, Anpanman, keine Ahnung, Cornrings. Das sind auf jeden Fall die hier. Bin ich auch mal gespannt, wie die schmecken. Dann haben wir hier Kawaii Girl. Das ist das hier. Das ist auch echt süß. Dann haben wir hier Animal Stamp Set. Das ist auch wirklich eine richtig gute Idee. Ich bin mal gespannt, was ihr anderen so drin habt. Hattet an Stempeln. Dann, ja, Fluffy Pom-Pom Keychain. Ja, das ist der hier. Der ist richtig cool. Finde ich auch toll. Dann haben wir ja hier Kitty Donut Squishy. Und ja, wie gesagt, den habe ich schon. Aber ist ja auch kein Problem. Dann haben wir den Hello Kitty Spitzer. Auch total cool. Dann den Puzzle Bear Pen. Der ist so süß. Ich finde den so cool. Dann haben wir hier diese Puffy Dessert Sticker. Sind die noch, wenn ich die so hier hin mache? Nö, natürlich nicht. Ich stecke die mal hier oben rein. Obwohl, dann wird das Licht ein bisschen doof, ne? Ja, ich glaube, so geht's. Dann haben wir hier die Cute Animal Socks und die sind ja wohl mal wirklich der Hammer. Also die finde ich mega cool. Also das ist auch wirklich was, das ziehe ich auf jeden Fall an. Also da gibt es gar keine Frage irgendwie, das wird angezogen. Dann haben wir hier, ja, Bracelets. Das sind Bracelets nicht auch Armbänder? Aber die passen doch gar nicht drüber über den Arm. Das ist doch eher was für Kinder. Also ich habe ja schon wirklich, wirklich kleine Hände und kleine Arme. Ja, es passt drüber, aber
Ja, da ist von Heart-Shaped auch dann nichts mehr zu sehen, glaube ich. Also das ist irgendwie. Aber naja, was soll's, ne? Auch süß. Und dann haben wir hier dieses, ja, wie auch immer das heißt. Könnte sogar vegan heißen hier. Dieses Candy-Dings. Was ist das hier dann? Ja, genau, und hier Lucky Star Origami Papers. Das sind diese hier. Ja, ihr Lieben, sehr, sehr coole Kawaii-Box auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Überlegen, um euch zu fragen, was ihr meint, ob ihr das Unboxing noch interessant findet, ob ich die Kawaii-Box weiterhin behalten soll oder ob ich sie vielleicht kündigen soll, weil ihr vielleicht auch sagt, ach, die letzten Boxen waren irgendwie doof und langweilig und brauchen wir nicht, gucken wir nicht mehr gerne, keine Ahnung. Aber ich muss echt sagen, dass diese Box mich jetzt doch überzeugt hat, dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben. Und vielleicht einfach nochmal die nächsten, ja, keine Ahnung, ein, zwei Boxen abzuwarten, was da kommt. Ob das auch jetzt alles so bleibt von der, ja, Qualität, vom Standard her, würde ich gerne nochmal ausprobieren. Gut, die nächste kommt ja sowieso noch, weil dafür hätte ich jetzt schon vorher kündigen müssen. Das wurde jetzt schon abgebucht vom Konto. Deswegen eine gibt es auf jeden Fall nochmal. Und wir schauen einfach mal weiter. Ihr könnt mir ja trotzdem gerne mal Kommentare da lassen, was ihr zu dem Thema meint. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video und die Box hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüssi.